In unserem nächsten Vortrag geht es um visuelle Identitäten. Podcasts sind ja eigentlich eher ein auditives Medium, aber das Auge hört mit. Und so stellt uns jetzt Sven alles vom Cover bis zum Teaser vor. Wer Sven Sedivi nicht vom Namen kennt, der kennt ihn wahrscheinlich von seinen zahlreichen Podcast-Cover-Kreationen, auch wenn ihr das gar nicht wisst, aber ihr könnt mal nachschauen, wer die Cover eurer Lieblingspodcasts designt hat. Und er stellt euch jetzt vor, warum es wichtig ist, auch als Podcast gut auszusehen. Viel Spaß dabei. Dankeschön. Ja, ich muss jetzt immer auf zwei Geräte gleichzeitig drücken, weil wir ein leichtes technisches Problem haben. Danke, Apple. Adapterhölle und sowas. Ich möchte heute über visuelle Identität sprechen und wie Podcasts sich zeigen können. Im Speziellen möchte ich dabei auf das sogenannte Teasing, also das Teasern eines Podcasts und die Darstellung in sozialen Medien eingehen. Wer mich nicht kennt, ich bin Sven Sedivi. Ich mache schon seit einiger Zeit Grafiken für diverse Veröffentlichungen, unter anderem auch für Podcast-Projekte und sowas. Da mal ein bisschen Logo-Dropping. Und heute soll es darum gehen, wo und wie sollten wir unsere Podcasts zeigen und welches Mindset haben wir zu erwarten. Das Wort Mindset in dem Fall ist was wir so ein bisschen in unserem Kreativbüro entwickelt haben, weil man heutzutage davon ausgehen muss, dass Menschen nicht immer in derselben geistigen Verfassung sind, wenn sie sich mit Medien beschäftigen, gerade im sozialen Medienumfeld. Und fangen wir mal mit dem Mindset an solches an, was ich damit meine. Und da geht es darum, das Mindset zu verstehen. Wir kennen das vielleicht, wir sind auf der Couch, wir sind im Bett, wir sind auf einer Autofahrt, wir sind auf einer Busfahrt, Mittagspause, Kassenschlange. Man kann sich da diverse Szenarien zurechtlegen. Und wichtig zu verstehen ist, dass da zum einen ein gewisses Zeitkontingent existiert, was ich zur Verfügung habe oder derjenige, der in dieser Situation ist oder diejenige, was sie zur Verfügung hat, während sie sich jetzt mit irgendeinem Medium beschäftigt. Ne? Und die andere Kombination ist halt, dass es in gewissen Situationen so Sonderformen gibt, wo ich vielleicht nur die Ohren zur Verfügung habe. Das Ganze ergibt sich dann irgendwie zu einer dreidimensionalen oder sogar vierdimensionalen Matrix, wenn man diese ganzen verschiedenen Situationen zusammennimmt und sich dann eben vorstellen muss, wenn ich jetzt auf der Couch bin, habe ich mehr Zeit, dann gucke ich mir vielleicht ein Video an. Wenn ich in der Mittagspause bin, höre ich mir vielleicht keinen zweistündigen Podcast an oder pausiere ihn dann nach gewisser Zeit und all sowas. Also ich hoffe, das kommt in dieser Kurzform jetzt rüber, was ich damit Mindset meine. Das Problem ist, dass immer wenn die sozialen Medien ins Spiel kommen und wir diese kleinen blöden Dinger in die Hand nehmen, dass dann mit unseren Hirnen etwas passiert, was sich ungefähr so darstellt. Und das korreliert mit einem gewissen Faktor, nämlich mit der Aufmerksamkeitsspanne. Die variiert nämlich extrem. Und das ist eigentlich das, was ich mit Zeitkontingent meine. Weil das wird natürlich auch noch durch die Situation, in der ich bin, beeinflusst. Und diese kleinen Dinger, die Smartphones, die sind vor allem am unteren Bereich der Aufmerksamkeitsspanne. Das Problem ist, oder der Vorteil ist, zu wissen, da werden Inhalte geteilt. Das heißt, da findet eine Verbreitung unserer Inhalte statt. Das Problem des Podcasts ist jetzt allerdings, wir sind da hinten. Weil Podcasts in der Regel nicht nur 5 Minuten lang sind und erst recht nicht 30 Sekunden lang sind und da ist ja noch Potenzial nach unten. Also da geht so einiges, wo das Problem halt dieser beiden Enden irgendwie sich ergibt. Wir müssen aber mit dem Podcast oder mit Teilen unseres Podcasts da hinten hin, in den kleinen Bereich, damit wir geteilt werden können. Und da kommt der Teaser ins Spiel. Teaser sind schnell konsumierbar und können eben gut geteilt werden. Was meine ich jetzt speziell mit einem Teaser? Wir haben diese Bereiche der Podcast-Produktion relativ gut abgedeckt. Wir können die Aufnahme machen, wir können schneiden, wir können publishen. Da helfen uns Tools wie der Podlauf Publisher bei, da helfen uns Tools wie Ultraschall bei, da helfen uns Tools wie Auphonic bei, alles Mögliche. Aber sobald wir uns dann in diese Wahrnehmungsschwelle bewegen, also wo wir nach draußen wollen, da haben wir eigentlich hauptsächlich nur unsere Webseite. Das Problem bei der Webseite ist, sie muss erstmal gefunden werden. Das heißt, man kann da noch so viel SEO optimieren, man kann da noch so viel irgendwie tun. Es ist immer schwierig, Leute auf eine Webseite zu locken. Ne? Und da ist halt in Zeiten von Social Media die beste Wahl, kleine Auskopplungen aus seinem Inhalt zu schaffen.
Und da kommt der Teaser ins Spiel. Und dieses Problem ist so gerade im Wandel. Also da ist seit den letzten Jahren irgendwie viel passiert und da gibt es so Best Practices und Erfahrungen und sowas. Und das ist jetzt das, worum es letztendlich eigentlich gehen soll. Und deswegen fangen wir mal an. Was ist ein Teaser? Das Wort hat vielleicht noch nicht jeder irgendwie gehört. Ein Teaser übt magische Gedankenkontrolle aus und bringt mein Publikum dazu, sofort und wie bekloppt meine Inhalte zu klicken. Damit ist der Vortrag eigentlich beendet. Nein, das ist natürlich totaler Quatsch, auch wenn sich viele das gerne so vorstellen. Ein Teaser ist, ich habe das mal so zusammengefasst, ein Teaser vermittelt einen Eindruck des vollständigen Werks in möglichst kurzer und attraktiver Form. Das heißt, er bringt natürlich gewisse Ansprüche mit oder trifft auf gewisse Ansprüche und wir müssen ja dieses Mindset jetzt im Kopf behalten, auf das wir treffen. Wir treffen auf das Smartphone und das Smartphone hat nur ein paar Sekunden Zeit und dann findet man das entweder gut oder schlecht, was man da hat und dann will man das teilen. Wir machen einen kurzen Exkurs zum Episodencover. Da habe ich mal als Beispiel den Forschergeist hier angebracht. Das Episodencover soll dazu dienen, jeder Folge ein Gesicht zu geben. Das heißt, die Themen der jeweiligen Folge werden greifbar, es wird direkt klar, es wird eine Mood gesetzt, also durch die Gestaltung, durch das Bild oder durch welches visuelle Material wir doch immer verwenden, wird direkt irgendwie eingeleitet, um was es geht. Und der Vorteil ist halt, das Episodencover ist im Social-Media-Umfeld einfach zu posten, weil es halt ein Bild ist. Ne? Wir sind im Jahr 2019, Audioinhalte zu posten ist fast unmöglich. Wenn man das dann halt für so einen Podcast durchzieht, dann erreicht man da auch eine ganz gute Wiedererkennung. Das heißt, das Cover hat zum einen ein Eigenleben durch seine wechselnden Bildinhalte, aber trotzdem eine Gemeinsamkeit bei der Folge und bei den Titeln. Wir setzen das zum Beispiel auch bei dem Podcast, an dem ich aktiv mitwirke, ein an den schönen Ecken, wo wir zusätzlich noch mit so kleinen Icons ein bisschen rumspielen und so ein bisschen einnorden, was es in der jeweiligen Folge geht. Und auch hier findet eine ganze Menge Kram statt. Wenn man aber jetzt sich den Luxus hat, dass man immer pro Folge ganz spezielle Gäste hat, dann kann man natürlich mit den Gästen im Vordergrund da auch sehr deutlich darauf hinweisen, wer da jeweils zu Gast ist und was für ein Thema er im Zweifelsfall mitbringt über den Namen. Wenn es Netzpersönlichkeiten sind, das Gleiche passiert auch zum Beispiel beim Freiraum-Podcast, wo wir sogar dann versucht haben, mit Unterschriften zu arbeiten, was sich in der Praxis erst nicht so gut herausgestellt hat, weil die Unterschriften von Personen nicht lesbar sind. Deswegen haben wir da zumindest auf so eine halbwegs lesbare Script-Schriftart dann letztendlich gewechselt. Warum ist das Cover jetzt eine ganz gute Idee oder eine ganz gute Idee? Warum sollte man seinem Podcast ein visuelles Gesicht geben, vor allem pro Folge? Ich habe mal als Beispiel unseren schönen Eckenfeed auf Twitter so ein bisschen zurückgescrollt. Und da könnt ihr da mal sehen, da ist so über die letzten Jahre dann, das ist ziemlich langweilig. Also da ist halt Text, 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 Text. Und dann irgendwann fängt es an, bunt zu werden. Und dann fängt es an, interessant zu werden. Und das ist eigentlich das, was da jetzt rüberkommen sollte, dass visuelle Inhalte schlicht und ergreifend im Social-Media-Umfeld sehr attraktiv sind und einen halt stoppen lassen. Und auch so in der langweiligen Text, Text, Text-Timeline. Wir machen das auch schon sehr lange. Gut. Also es sollte klar werden, dass vorher diese Textwüste einfach unattraktiv ist. Und dass einfach visuelle Inhalte an der Stelle attraktiver und schöner sind. Kommen wir nochmal zu dem Satz zurück. Ein Teaser vermittelt den Eindruck eines vollständigen Werks in möglichst kurzer und attraktiver Form. Ich finde, da ist das Cover schon ein ganz guter Anfang, aber eben nur ein Anfang. Wie gesagt, Audio lässt sich auch 2019 noch verdammt schlecht teilen. Das ist leider so, ich verstehe das auch nicht. So sehr man auch irgendwie da versucht, mit irgendwelchen Dritttools und Anbietern und Plattformen und keine Ahnung was, irgendwas zu erreichen. Es funktioniert irgendwie nicht. Also dass man erst mit irgendwelchen Tools irgendwie das Audio dann irgendwas gießen muss und sowas, das ist total doof. Aber leider sind wir immer noch 2019 an diesem Punkt. Und ja, wenn der Podcast 2+ Stunden lang ist, dann ist es halt besonders schlecht. Wir haben im Podlove-Player natürlich die Möglichkeit, einzelne Bereiche zu markieren, gewisse Timemarks zu setzen, die dann rauszuspeichern, um irgendwie eine interessante Stelle zu teilen. Das ist aber für die meisten Leute da draußen einfach eine Hürde, die ist nicht zumutbar. Das schafft man nicht, wenn man in der Bahn sitzt und dann irgendwie einen Podcast hört und sich überlegt, ach Mensch, diese Stelle, die finde ich so interessant, die muss ich jetzt mit meinen Leuten mal teilen. Dann markiere ich mir diese Stelle in den Player, gehe nochmal auf die Webseite, weil ich höre ja über mein Handy eigentlich nicht auf den Podlove-Player, deswegen höre ich über meinen eigentlichen Podcatcher, dann gehe ich auf die Webseite, suche mir den Player raus, suche die Stelle, markiere das, packe das in den Link, tun den in mein... Nein. Da ist die Busfahrt schon vorbei und das ist leider einfach so. Deswegen
obliegt es uns als Creator der Podcasts, dafür eine Lösung zu finden. Und deswegen präsentiere ich jetzt mal das Neueste aus der Forschung zum Animated Cover. Ich meine natürlich Teaser. Und so hat das Ganze mal angefangen, bei den schönen Ecken. Und jetzt hoffe ich, dass der Ton funktioniert. Grüße aus Göttingen. Grüße aus dem Emsland. Die Situation ist eigentlich die, ich war mit meiner Familie in London, hatte dort keine Zeit, eine direkte Live-Schalte mit Cornelis zu machen. Was ich aber da gemerkt habe, ist, verdammt ist London eine wunderschöne Stadt. Aber was wir hier hören, ist ein kleiner Dudelsack. Und das ist wirklich was, was man in London überall hat. An jeder Straßenecke stehen Menschen und machen Musik. Ja, ihr merkt, da hat sich nicht viel getan in dem, was da abgespielt hat. Da hat sich so ein kleines Ding irgendwie gedreht und da war so ein leichter Ken Burns-Effekt drauf, wie man das halt so macht, wenn man einfach nur ein Standbild hat. Aber letztendlich, da war nicht sonderlich viel Bewegung irgendwie drin. Die Idee, als wir diesen Teaser erschaffen haben, war aber, dass eben Audio alleine unattraktiv ist. Deswegen haben wir halt das Episodencover dazu gemacht. Das Coverbild sollte ein bisschen Aufmerksamkeit in der Timeline erzeugen und als Video das Ganze verpackt, lässt sich halt super teilen. Also Videos hochladen ist kein Problem, Audio irgendwie nicht. Sollte man ja eigentlich meinen, alles toll. Hint, nein. Die nächste Iteration war dann beim Forschergeist-Podcast, denn es hat sich herausgestellt, dass Leute nicht ganz verstehen, dass da Audio drin steckt. Also die meisten sind halt irgendwie so gemutet unterwegs und nur, dass wir da so ein Kassettendrehsymbol drin haben, das war für die meisten zu abstrakt. Deswegen haben wir dann beim Forschergeist auf dieses kleine Symbol da gesetzt. Und es waren die Erdsystemwissenschaftler, die sich im Jahr 2000 mal wieder getroffen haben. Und Paul Krusen hat quasi einen Zwischenruf gemacht und gesagt, Leute, wir leben doch nicht mehr im Holozän, sondern wir leben im Anthro, er hat also quasi nach einem Wort gesucht im Anthropozän. Und dann war dieses Wort in der Welt. Und wenn ich es jetzt so ein bisschen zugespitzt sage, dann müssten wir eigentlich lernen, dass wir vom Parasitismus. Ja, also da wurde dann von der Idee her dieser kleine Audioindikator eingeführt. Den haben Plattformen übrigens später dann so wie Instagram und Twitter und Facebook auch von sich aus eingeführt, nachdem sie gemerkt haben, da ist ein gewisses Problem. Aber ja, wir dachten uns, jeder wird schon raffen, dass man hier zuhören muss. Ja, das ist natürlich ein Fehlschluss gewesen, sonst ständig ja nicht hier. Die Erkenntnisse waren also wirklich erschütternd. Also irgendwie, ich glaube, es waren 3% oder so, die letztendlich den Ton anhatten. Und der Rest hat einfach nur da auf, ja, letztendlich ein Bild gestarrt. Der Kopfhörer war einfach das Problem. Die Erkenntnisse dazu sind oft nicht in den Ohren, werden für Social-Media-Inhalte auch nicht dorthin bewegt. Also das ist ein Trugschluss. Und die Lautsprecher nutzt kaum jemand für diese Inhalte. Wenn man so in der Bahn unterwegs ist, ist nicht so populär, dann plötzlich da so, hey, yeah, das wie so ein Pizzastück hochzuhalten und da voll aufzudrehen, kommt nicht so gut. Jedenfalls, es war dann letztendlich ohne Ton nur eine Minute Standbild. Und eine Minute Standbild ist schlicht und ergreifend nicht gut, weil das bringt irgendwie niemandem was. Also gab es eine Überarbeitung dieses Teasers, wo wir auf einen neuen Ansatz gesetzt haben. Viele haben ja auch das Gefühl, dass wir viel weiter sind mit der Energiewende, als wir eigentlich wirklich de facto sind, weil alle auf den Strom schauen. Im Strombereich haben wir 35% Erneuerbare, wir hatten in den zweiten Bereich die Wärme, da sind es 13% und wir hatten den Verkehr, da sind es 5%. Und deswegen sind wir im Bundesdurchschnitt bei gut 13% Erneuerbare oder andersrum ausgedrückt, 87% der Energiewende fehlen noch. Das heißt also, wir haben zwar schon einiges gemacht, wir sind von 2 auf 13%, also da. So, da ist jetzt der Untertitel eingeführt worden. Und die Idee des Untertitels war es eben, dass Leute dann in der Lage sind, auch wenn sie den Ton nicht haben, den Inhalt dieses ganzen Teasers mitzulesen. Ich habe jetzt absichtlich mal eine etwas ältere Ausgabe dieses Teasers benutzt, weil ihr werdet festgestellt haben, dass da die Textgeschwindigkeit und auch die Lesbarkeit des Texts durch diese Stückelung nicht ganz optimal war. Und deswegen die Erkenntnisse daraus sind eben, das gesprochene Wort muss fürs Lesen aufbereitet werden. Das ist relativ logisch, aber so mit so einem Lauftext ist das dann tatsächlich nochmal eine weitere Herausforderung, weil jeder Mensch eine andere Lesegeschwindigkeit hat. Und deswegen sollte man die eher im unteren Bereich anordnen, aber dennoch hat man eben nur so eine gewisse Länge und je nachdem, wie schnell der Sprecher da oder die Sprecherin da redet, muss man natürlich auch so ein bisschen mitkommen. Das heißt, anfangs haben wir noch wirklich 1:1 eine Art von Transkript gehabt. Das war zum Lesen sehr anstrengend. Später sind wir dann zu speziell aufbereiteten Texten übergegangen.
War aber alles, also ist jetzt eine Lösung, wird auch weiterhin beim Forschergeist momentan so weitergemacht. Aber für einen anderen Podcast des Stifterverbands sind wir dann zu einer leicht veränderten Variante übergegangen. Zeige ich jetzt mal. Wir haben das besser hingekriegt. Da sagt eine Firma, danke, komm sofort her, setz dich hin, erklär uns deine Ergebnisse und wir sind glücklich. Und dann habe ich gedacht, ich krieg so einen halben Nobelpreis dafür oder so Technical Recognition Award. Das ist überhaupt nicht passiert. Es gab ja so die Ingenieure, die das machen sollten, die haben gesagt, ja, das ist schick, dann machen wir eine Zusammenarbeit. Und oben haben sie gesagt, ja, guck mal, dann das wird dann schwierig. So, das heißt, da haben wir dann eher mit einem Zitat oder einem kurzen Auszug des Textes gearbeitet. Und die Ansätze hier waren eben, dass der Pflegeaufwand optimiert wird, weil eben der Text nicht mehr ganz so stark umgeschrieben werden muss. Dass die Textlängen einfach flexibler waren, weil man könnte auch mehrseitige Texte benutzen. Und ja, die Idee dahinter war jetzt weiterhin, in der Zukunft, Menschen kriegen nie genug, die Aufmerksamkeitsspanne erreicht kritische Bereiche und die Ungeduld wächst. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum da unten so ein Balken durchläuft. Nun, der soll euch zumindest so ein Gefühl dafür geben, wie lange ich noch quatsche, bevor die nächste Folie kommt. Weil das muss man heutzutage offensichtlich auf Plattformen Menschen klar machen, wie viel ihrer Aufmerksamkeit sie noch hier reinstecken sollten. Und das ist dann beim Freiraum unter anderem eingeflossen, wo eben weitere Erkenntnisse dann in dieser Iteration des Podcast-Teasers einflossen. Ich muss euch jetzt was Trauriges sagen, liebe Journalisten hier im Club und da draußen. Ihr seid mit der Einrichtung der sozialen Medien und des Internets in einer Situation, die wird nie wieder so wie früher. Es kommt nie wieder die Zeit, egal was passiert, außer vielleicht Steinzeit kommt wieder oder so, wo man nicht von tausenden Leuten attackiert wird, wenn man eine Meinung links von Adolf Hitler im Internet vertritt. Diese Zeit kommt nicht mehr. Das ist einfach so. Und das wiederum bedeutet, wenn man jetzt anfängt, als Journalist Bericht zu erstatten, nur so, dass man... So, da waren jetzt ein paar Vorsorgedinger drin, damit eben das mit dem Hirn nicht passiert, was ich da eben gezeigt habe. Denn wichtig eben, wie gesagt, heutzutage dieser Balken, damit Menschen ungefähr einschätzen können, wie lange sie noch mit diesem Teaser gequält werden, je nachdem, wie da die Auffassung ist. Und natürlich... Menschen haben eben keine Zeit. Man sollte ihnen ein Gefühl geben, wie viel sie davon aufwenden müssen. Das ist heutzutage leider so. Und die wichtigsten Infos müssen früh und lange verfügbar sein. Und damit meine ich dieses ganze Folge anhören, was da unten klein eingeblendet wurde. Das kommt halt als eine der ersten lesbaren Informationen ins Bild rein. Und das soll halt das gewährleisten, was ich als Podcastmacher möchte. Nämlich, dass die Leute nicht nur meinen Teaser konsumieren, sondern möglichst auch den Podcast nachher anhören und auf jeden Fall möglichst früh in ihr Hirn geballert kriegen, wo sie den auch finden. Weil diese Aufmerksamkeitsspanne, die kommt jetzt so negativ rüber und eigentlich ist das auch traurig, dass wir in dieser Zeit irgendwie leben, aber es ist halt leider so und wir müssen irgendwie mit diesem Punkt irgendwie lernen umzugehen und dafür eben die Inhalte speziell aufzubereiten. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber wenn die keine Zeit haben, dann hören die ja auch nicht meine Podcasts. Nee, das ist so nicht richtig. Deswegen doch. Aber später. Stichwort Mindsets. Wenn ich in der Bahn bin oder in der Kassenschlange, dann habe ich keine Zeit, einen Podcast zu hören. Aber vielleicht erinnere ich mich daran, dass ich da einen coolen Teaser gesehen habe und da auch irgendwie ein paar interessante Fakten gelesen habe oder eine Person gesehen habe, die da offensichtlich 2 Stunden zu einem Thema redet, das mich interessiert. Oder ich bin einfach nur an der Person interessiert. Und dann merke ich mir das. Und im Idealfall teile ich diese Inhalte sogar. Und teilen heißt auch wiederfinden. Das ist wie früher in der Schule, wo der Lehrer einem gesagt hat, schreib's doch ab, dann merkst du es dir. Und heute ist es eben, teile es, dann findest du es wieder. Und letztendlich ist das Teilen auch ganz angenehm, weil es erreicht auch noch andere potenzielle Hörerinnen und Hörer. Ja, jetzt gibt's daraus eine neue Erkenntnis, die ich jetzt mal als Best Practice bezeichnet habe, die wir jetzt demnächst bei Schöne Ecken einsetzen möchten. Und das erfunden haben wir das nicht, oder ich nicht, gleich vorweg, weil es gibt zahlreiche Inhalte von Medienhäusern, wie zum Beispiel die BBC und sowas, die solche Inhalte schon speziell auf diese Weise aufbereitet. Und das zeige ich euch jetzt mal, das ist eine Weltpremiere dieses neuen Teasers für die Schönen Ecken. Schön, dass Sie Iwate heute auf Ihrem Besuchsprogramm haben. Iwate, Neuschwanstein des Nordens mit dem Heidekastell und dem Berg der Sammelleidenschaften. Das alles soll Sie heute hier begeistern. Also, wir sind hier in unserem Schlossgarten. In diesem Garten befinden sich 31 kleinere und auch größere Eisenkunstwerke. Das größte ist natürlich unser Eisenglockenbau mit 8 Metern Höhe.
Die Raffinerie wurde benannt nach dem spinnennetzförmigen Dach. Sie besteht aus 260 Spezialthermodachscheiben. Ein Bauwerk Pompeii und Herculaneum gewidmet. Jeder Millimeter des Raumes ist voll mit Stuff. Wir haben hier die Kerzensammlung, die erwähnte, und die Taschentüchersammlung. Die Bierkrugsammlung, die Pömpelsammlung übrigens über dir. Die Pömpelsammlung? Ja. Ach, du über mein Vater. Okay, ja. Mhm. Ja, da hat man jetzt schon ein paar Veränderungen gesehen. Dankeschön. Ich bezeichne das jetzt mal einfach ganz vorlaut als State of the Art. Das hat eine hohe Informationsdichte, sowohl in Audio wie auch in Bild wie auch in Text. Es ist abwechslungsreich, es funktioniert komplett ohne Ton im Zweifelsfall und bietet auch ohne Ton noch einen Mehrwert und das sogar abseits des reinen Podcasts. Und das ist halt letztendlich das, was zum Teilen einlädt. Weil im Zweifelsfall merkt der oder diejenige, die das da sieht, gar nicht, dass es eigentlich um den Teaser eines Podcasts geht, sondern sie findet jetzt einfach nur die Isar-Hatsche irgendwie besonders interessant und denkt sich, ach, das ist ein skurriler Ort, den zeige ich mal meinen Leuten und teilt dann eben diesen Teaser. Ja, State of the Art heißt jetzt für den Moment, passt das? Ob das dann in Zukunft, wer weiß, was da noch irgendwie alles passiert? Vielleicht müssen wir dann demnächst uns noch irgendwas anderes einfallen lassen. Aber im Moment halte ich das für eine der besten Varianten, die Inhalte eines Podcasts in Social Media zu teasen. Wie kann man das jetzt selber machen, wenn man jetzt nicht irgendwie riesengroße Fähigkeiten in diversen Videoschnittprogrammen hat? Klein anfangen. Also es gibt diverse Apps und Services. Natürlich haben die App Store und Google Play diverse Videoschnitt-Editoren, mit denen man sowas relativ rudimentär zusammenstecken kann. Es gibt aber auch einige Online-Dienste wie Wave, Lumen 5 oder die Headliner-App, die sowas halt ermöglichen, sich selbst zusammenzuklicken. Da muss man halt mal gucken, was die jeweiligen Templates hergeben, ob man da auch eben verschiedene Fotos einspeisen kann, wenn man natürlich Fotos hat, weil das Ganze ist natürlich letztendlich immer vom Podcast-Thema abhängig. Ne? Also man muss dann schon gucken, dass man auch Inhalte hat, die da auch Bildmaterial für hergeben. Also das ist klar, dass nicht jeder Podcast diese Möglichkeiten hat, je nachdem, welche Themen da sind. Es muss nicht gleich Video sein, man kann natürlich auch einfach mit Zitaten arbeiten, um auf seinen Podcast aufmerksam zu machen, wenn das dann irgendwie noch für sich ganz interessant ist, polarisiert oder was auch immer, dann lädt das auch natürlich zum Teilen ein. Das kann ein Zitat sein, das kann eine Erkenntnis sein, das kann eine These sein, ein Aufruf, ein tolles Foto. Es sollte aber natürlich auf jeden Fall, wenn auch nur subtil, auf euren Podcast verweisen. Ja, und sonst so, was kann man noch mehr machen? Mehr geht immer. Man kann zum Beispiel, wenn man Live-Events hat des Podcasts, dann kann man sich da so Teaser verbauen, die dann eben darauf hinweisen, wann da mal eine Live-Folge aufgezeichnet wird, vielleicht sogar vor Publikum oder im Streaming. Das macht sich mit Bild auch immer attraktiver als nur mit einem Text. Wir haben das auch mal für schöne Ecken ausprobiert, als wir auf unserer Spanien-Tour bzw. Baskenland-Tour unterwegs waren. Und wir haben in dieser Zeit Instagram-Story gemacht, also eigentlich komplett losgelöst vom Podcast. Und haben das dann später zusammengeschnitten und auf Vimeo veröffentlicht, weil Vertical Video alleine ist halt irgendwie, habe ich ganz viel Raum gehabt, um eine schöne Karte zu zeichnen. Ja, hier in der Altstadt gibt es ganz viele schöne kleine Details. Hier haben wir gerade eine Decke, die bemalt ist, in so einem Arkadengang. Sehr, sehr schick. Wow. Sehr kunstvolle kleine Ständchen mit ganz vielen Köstlichkeiten. Mmh. Yummy. Ja, man sieht, also wir haben das natürlich live gesendet, das war auch eigentlich die Idee dahinter. Wir wollten es halt nur aufgrund des Aufwands auch für die Nachwelt konservieren, deswegen haben wir das dann halt für diese Vimeo-Video-Geschichte nochmal zusammengeschnitten und auf der Karte konnte man dann auch live sehen, wo das jeweilige Video aufgezeichnet wurde und wo wir uns diese 3 Tage dann quer durchs Baskenland bewegt haben. Und wir haben halt wirklich festgestellt, dass das auf Instagram wirklich ganz gut ankam und auch wirklich viele Likes und auch den restlichen Teil des Instagram-Accounts von uns befeuert hat. Also kann man nur empfehlen, wenn man irgendwelche Inhalte hat, die man aus dem Podcast ausgliedern kann und auf anderen Medien veröffentlichen kann. Instagram ist eine ganz gute Idee. Womit wir zu den Plattformen kommen, wo ich jetzt ein bisschen schneller durchrutsche, weil mir rennt die Zeit weg, habe ich gerade erfahren.
Meine Empfehlung ist tatsächlich, Instagram ist so das primäre Ding, auf das sich ein Podcast wunderbar präsentieren kann. YouTube ist natürlich auch ganz gut von der Reichweite her, ist natürlich für die meisten Podcasts fast nicht stemmbar, weil es da diverse Probleme gibt, denn die Herausforderung bei YouTube ist halt, ne, es müssen echte Videos sein, also da gibt es wenige Podcasts, die das natürlich von den Inhalten her leisten können oder auch zur Verfügung haben. Generell bei Social Media ist halt das Ding, man muss ein bisschen Fingerspitzengefühl für die Themen, die Trends, die Zeiten und die Hashtags entwickeln, um auch in den richtigen Gruppen aufzutauchen. Und wir haben es im Falle von Schöne Ecken, posten wir halt unsere Teaser und auch diverse Fotos immer regelmäßig auf Instagram. Und jedes Mal, wenn wir halt einen Teaser unserer Folge auf Instagram veröffentlichen, wir tun das halt auch bei Twitter und auch bei Facebook, aber jedes Mal, jede Woche ist es wirklich das mühsam ernährt sich das Eichhörnchen-Prinzip. Wir haben wirklich immer neue Abonnenten und auch immer entsprechende Gefällt-mir-Angaben. Und wir haben da ein stetiges, aber messbares Wachstum. Das heißt, mit den richtigen Hashtags und der richtigen Vorgehensweise erreicht man da durchaus ein Publikum. Womit ich zu meinem abschließenden Appell komme. Denkt abseits mal von Audio und macht euch sichtbar. Und das kann eben über diverse Medien passieren. Aber das Sichtbare ist gut, auch wenn wir hier auf einer Podcaster-Konferenz sind, wo ich mich gerade ein bisschen mehr für gegen das Audio ausgesprochen habe. Aber ich hoffe, das kam im Kontext richtig rüber, was ich sagen wollte. Ja, in diesem Sinne, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Und wer noch zu mir... Wer zu mir Kontakt aufnehmen möchte, ich bin auch noch heute und morgen hier. Ansonsten gibt es da die entsprechenden Kontaktadressen. Dankeschön.